Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder, oder es ist schon lange her, aber wir spielen heute Among Us. Hätte keiner mit gerechnet, ist aber so. Denn in Among Us gibt es folgenden Spielmodus und den seht ihr jetzt. Und zwar spielen wir den Hide and Seek Modus von Among Us. In diesem Modus ist simpel gesagt ein Versteckspiel. Es gibt einen Imposter, jeder sieht, wer der Imposter ist. Und alle anderen müssen sich verstecken. Die Roommates, die können wenden, die können ihre Tasks machen, um ihre Überlebenszeit hier oben zu verkürzen. Denn so lange muss man überleben. Und die Imposter, die können halt leider nicht wenden, damit wir eine bessere Chance natürlich haben. Dafür sind die aber total crazy drauf. Also, ich werde gleich selber mal Imposter, das ist nämlich meine Lobby. Man kann diesen Spielmodus tatsächlich auswählen, wer der Imposter wird. Sofern man die Lobby besitzt halt, ne? Ja, genau. Soweit, so gut. Ja, ich bin einfach der Crewmate. Ich kann diese Tasks, die ich hier habe, so wie im normalen Spielmodus, auch einfach spielen, um zu überleben. Spielen, was wir spielen. Erledigen, um halt zu überleben. Kommt der hier hin? Oh ja, der kommt hier. Wir sind in der nächsten Runde wieder. Da. Na gut, ich nutze die Zeit jetzt, um einfach noch ein paar Sachen zu erklären. Im Discord gab es eine Umfrage, was für ein Video als nächstes wollt. Dabei kam eindeutig raus GTA 5 RP. Es gab eine Aufnahme für GTA 5 RP, allerdings, warte, ich muss mal kurz meine Belichtung hier richtig machen. Allerdings bei der Aufnahme vom GTA 5 RP ist mir ein Fehler, Fehler passiert. Nämlich war mein Mikrofon nicht eingesteckt. Dementsprechend habe ich diese Aufnahme wieder gelöscht und es wird eine neue die Tage geben. Genau. So, zurück zu Among Us. Ja, ihr seht schon, er ist hier fleißig am Arbeiten. Wir können uns hier aussuchen, wen wir hinterher spuken wollen. Wir können hier jedem Spieler hinterher spuken. Als Toter müssen keine Tasks mehr machen, so wie im Normalmodus. Wir können alle so einfach uns zurücklehnen und das Spielgeschehen genießen. Ihr seht schon, der hier sieht geisteskrank aus. Hat der Imposter so an sich in diesem Modus? Und nach dieser Zeit, die die Crewmates überleben müssen, gibt es ein Finale. Im Finale wird er schneller, gerissener, kann besser sehen und kriegt vor allem, das ist das Schlimme, er kriegt Pings von jedem Spieler. Das heißt, er sieht auf seinem Bildschirm rundherum, wo die Spieler sind und kann dann alle paar Sekunden so einen bekommen und dadurch weiß er halt, wo er die Spieler finden kann. Genau, jetzt beginnt diese Zeit, 1 Minute 20. Und der sieht halt jetzt die Pings von den Spielern. Da zum Beispiel war einer, hat er gefunden. Genau, die Spieler können halt wenden. Das ist deren Vorteil, weil jetzt sehe ich schon, der ist wesentlich schneller geworden. Hat eine Karte, wo er drauf gucken kann. Haben die Crewmates nicht. Und wir haben verloren. Okay, aber nächste Runde werde ich auf jeden Fall besser. Also, und wir sind im englischen Chat. Und wir können einfach hier die Lobby auf privat stellen und dann können wir einen Imposter auswählen. Dann können wir sie auch wieder auf öffentlich stellen. Und wenn wir die starten, müssen wir aber auch wieder auf privat stellen. Kommt schon Leute, join alle meine Lobby, Lobby, Lobby. Wir können noch 5 Leute aufnehmen. Sonst lohnt sich das Starten nicht. Aber ich werde euch jetzt eine Runde bestes Imposter RP bieten. RP? Ist ja kein RP, aber. Also, es ist schon immer ein geiles Feeling in Among Us, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich passe gerade nochmal ein bisschen meine Lautstärke an. So ist, glaube ich, besser. Genau. No. Ich habe ja mal in die Kommentare, ob ihr ein Frage-Antwort-Video machen haben wollt. Wo halt. Ich einfach mir Fragen aus Kommentaren vornehme und diese beantworte. Weil es gibt da bestimmt noch ein paar Fragen, die nicht eindeutig geklärt sind. So, schon start. Genau, immer auf privat stellen, wenn ich starte, damit die Imposterwahl hier wieder auf meinen Namen steht. Ich bin natürlich der wunderbare Kelb eigentlich, ne, heiße ich Traitor, aber Traitor hat schon jemand anders in dieser Lobby.
Das bin ich. Ich bin Imposter und ich mache sehr gutes Imposter-RP. Genau so geht das. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Es ist wirklich adrenalinreich. Und kann einen ab und zu auch echt aus den Socken hauen. So. Der ist weg. Hey, noch einer. Noch einer. Boah, ich wasch die richtig durch, Alter. Bei mir zu überleben ist immer schwierig. Aber ihr könnt ihr gerne mal versuchen, bei mir zu überleben. Wenn ihr eine Runde mit mir spielen wollt, joint meinen Discord und schreibt mich einfach an. Ihr könnt das. Ich habe einen Erfolg erreicht. Geil. Ihr kriegt das Spiel bei Epic Games für, ich glaube, 4 oder 5 Euro. Also, ist dein Preis überhaupt absolut wert. Ne? Scheiße, der ist natürlich jetzt gewendet. Heißt, der ist jetzt hier. Leider. Also, oh, schon kann ich suchen. Den Electric sind viele. Cafeteria ist einer. Und ich habe gewonnen. Easy. Ich bin ein krasser Imposter, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, das ist dieser Typ, der mir meinen Namen geklaut hat. Ja. Gut, wir lassen jetzt mal ihn Imposter sein und schauen, wie gut können wir überleben. Überleben? Also ich muss sagen, Imposter zu sein ist schon echt hart. Das Gute ist nur, dass ich echt geübt bin. Ich bin richtig warm, weil ich die ganze Zeit nur das spiele. Ich spiele es quasi den ganzen Tag. Das heißt, es wird für euch auch nicht schwierig, eine Runde mit mir zu zocken, weil ich das im Moment absolut durchsuchte. Genau. Das ist Very Haunted Version. Okay. Ja. Achso, ich soll vielleicht die Lobby auch öffentlich machen. Ich finde auch geil, wie ich hier meinen Tasten spammen kann und man hört überhaupt nichts. Ah doch, jetzt. Nee. Ja doch, wenn ich rede, hört man es wahrscheinlich. Aber so hört man davon gar nicht. Ja doch, ab und zu. Da fühlt das echt gut. Joinen Sie in meine Lobby. Meine Lobby ist noch nicht voll. Joinen Sie in meine Lobby. Alle reinjoinen. Übrigens, ich spiele, für alle, die es nicht finden, ich spiele die meiste Zeit auf asiatischen Servern mit englischem Chat. Einfach weil die Server in Asien wunderbar laufen. Es gibt überhaupt keine Probleme mit den Servern in Asien. Ach, stimmt, ich wollte ja noch was machen. Da, Legend Age jetzt. Da ist noch einer mehr drin, wunderbar. So, wir versuchen jetzt zu überleben. Das wird so schwierig. Ich probiere es einfach mal, ne? Boah, Alter. Ich wusste gar nicht, dass man Tränen kriegen kann vor aufgeregt. Geil, Alter. Also übrigens den Namen Kelp, den habe ich tatsächlich noch von Farid, falls ihr den noch kennt. Ihr werdet merken, dass ich ein bisschen rumtricksen werde. Also ich werde wahrscheinlich oftmals hin und her laufen, einfach um halt. Ich darf nicht so viel reden, Alter. Ich gehe lieber rüber, kein Bock. Weil manchmal sind die echt so schlau und laufen in denselben Raum nach 3 Sekunden nochmal rein, weil die dann, weil wir dann wieder aus dem Wind raushüpfen. Und da ich überhaupt keine Lust drauf habe, bin ich lieber hier. Alle Jammer mal weg, der Imposter kommt mir hier echt nah. Ja, und dann hast du hier oben diesen, oben links diesen Balken, der wird blau, gelb, rot, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Daran merke ich, wie nah mir der Imposter doch ist. Oh, scheiße. Das war auf jeden Fall die falsche Richtung, merke ich gerade.
Navigation, wir rennen mal nach Navigation und machen unsere Task, damit die Zeit schneller umgeht. Und ja, es kommen auch wieder mehr Videos. Es lag einfach jetzt daran, dass ich habe einen Monat jetzt nichts gemacht. Es lag einfach an Weihnachten und an der Zeit danach, weil ich einfach nicht zu Hause war. Und ich nur einen Bildschirm hatte und keine Kamera. Sodass das Video machen schwieriger gewesen wäre und qualitativ einfach nicht lohnenswert. Da war der Imposter. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Doch, der kommt wieder. Nee, ich wende weg, Alter. Schnell. Schilde, wir müssen nach Schilde noch. Oder nach Lager. Wir gehen nach Lager, glaube ich. Scheiße, ich will doch. Ich renn doch weg. Der Scheiß, er kommt. Ja, ach, Scheiße, Mann. Ich habe gar nicht geschrieben, ups. Okay, Jet Sonica, wie auch immer, wird jetzt einmal eine Runde Imposter. Sollte dann passen. Dann wieder alle zufrieden. Zufrieden. Mach ich öffentlich, damit Leute reinkommen. Der war natürlich auch noch ein bisschen freundlich, da war ja eine wirklich gute Runde von dem, der hat es auch mich gekriegt. Ich habe eben drei, viermal hintereinander überlebt, weil es echt nicht mehr schwierig ist für mich. Ja, jetzt gerade, ich habe mich einfach von den Tasks ablenken lassen. Das ist wirklich schwierig. Die Tasks sind so eine Nebenbei-Sache in diesem Modus. Die sollte man echt nicht zu viel machen, weil man sich einfach nicht mehr darauf konzentrieren kann, dass man den Imposter halt nicht übersieht. So, weil es ist tatsächlich so, ihr werdet das beim Spielen selber merken. Wenn ihr auf einer Map spielt, die ihr noch kaum selber kennt, dann habt ihr auch keine Chance zu überleben, weil ihr müsst die Map in diesem Modus so gut kennen, dass ihr aus dem Sound, den ihr zur Warnung hört, also ihr habt ja diese Hintergrundmelodie halt, ne? Und dass man da halt einfach raushört, dass man. Von wo er kommt, so. Ich habe das Glück, ich habe diese Map jetzt so oft gespielt und ich meine, jeder kennt dieses Geld-Map. Und ich weiß halt immer, ich höre es quasi schon, aus welcher Richtung es kommt, ob es von links kommt, von rechts kommt. Einfach, weil ich halt es schon einfach oft gespielt habe. Ja, komm, wir starten 13, das genügend, 14 sogar noch, wow, 15 sogar noch, wunderbar, dann starten wir rein. Ich versuche jetzt noch eine Runde zu überleben. Letzte Runde war sehr knapp, also ich meine, ich war der letzte Überlebende, ne? Ich hoffe, dass ich dieses Mal auch wirklich die ganze Runde überlebe, aber es ist echt hardcore. Nicht wundern, ich gucke ab und zu auf andere Bildschirme, weil, ja, Aufnahme und so ein Kram, ne? Ja, ich muss nach Elektriken. Oh, Scheiße. Ach, nein, jetzt hab ich. Ja. Ich darf nicht mal auf die anderen Bildschirme gucken. Die anderen Bildschirme sind immer interessanter, das ist echt schlimm. Ach, Scheiße, ja, okay, dann wird es in diesem Video wahrscheinlich nichts mehr. Oder ich blende noch eine Runde rein, in der ich gewinne.
Tatsächlich gibt es sogar im Spiel mittlerweile einen Text für Farbenblende. Das bedeutet, den habe ich tatsächlich aktiviert. Damit sieht man unter den Farben den genauen Namen von den Farben. Also unter den Namen der Spieler sieht man den Namen von der Farbe. Hier zum Beispiel sieht man jetzt Gelb, Türkis, Banane, Braun. Und bei manche Farben haben halt einfach eine Farbe, also einen Name, den man nicht erraten würde. Deswegen habe ich die einfach das an, so ein bisschen als Hilfe. So, genauso wie ich auch. Den Streamer-Modus habe ich nicht an, die Schätzern so auch nicht. Weil bei der Schätzern werden manchmal Dinge zensiert, die einfach. Die man nicht zensieren muss, sag ich so. No, ist cool. Okay, mal schauen, wie es jetzt abgeht, Alter. Eine Minute müssen die fünf Leute ja noch überleben. Hier oben seht ihr nämlich, wer tot ist. Hm? Hier, wer halt noch lebt. Fünf Leute. Vier Leute. Möchtet ihr ein Video zu meinem neuen Zimmer haben? Also in meinem neuen Wohnort. Ich werde ja im Sommer dieses Jahr umziehen. Dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dann von dem Zimmer dort, was ich mir im Moment noch einrichte, ein Bild haben wollt. Das wird wirklich geil aussehen. Es wird viel besser aussehen als hier diese rote Scheißwand im Hintergrund. Ich weiß nicht mal, warum ich rot gewählt habe. Öffentlich. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die anderen Leute sind auch schon am Verlassen. lasst doch gerne ein Like da. Oder, falls ihr nichts verpassen wollt, ein Abo und die Glocke. Ne? Wisst Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Meine Haare sehen grauenvoll aus mit dem Headset. Ne, hier ist das. Ach, die stehen zu Berge. Perfekt, Digga. Okay, haut rein. Ciao, ciao.